Was geht, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich war in letzter Zeit auf eBay Kleinanzeigen unterwegs und mir ist ein alter Gaming-PC ins Auge gestochen, welcher ziemlich gute Hardware hatte und relativ günstig war. Ein kompletter Gaming-PC mit einem i7-8700K Prozessor, einer GTX 1080, 32 GB RAM und eine SSD und HDD. Der Verkäufer war allerdings schon etwas älter und konnte mir nicht sagen, wie viel Speicher die SSD und die HDD hatten. Der PC war für 550 VB inseriert, ich habe ihm 450 Euro geboten, worauf er erstmal mit 500 Euro und du kannst den PC abholen geantwortet hat. Darauf habe ich dann erstmal nicht geantwortet. Einen Tag später schrieb er mir aber, dass ich den PC doch für 450 Euro abholen kann. Also machte ich mich auf den Weg nach Jüchen, was ungefähr 70 Kilometer weit entfernt war. 70 Kilometer hin und zurück sind 140 Kilometer. Mein Mitsubishi verbraucht nur 5 Liter pro 100 Kilometer. Das wären dann ungefähr 7,5 Liter. Und das mal 2 sind dann 15 Euro Spritkosten. Ich kam also an und der Verkäufer war wie gesagt ein netter 50-jähriger Mann, der mir den PC dann direkt gezeigt hat. Ich habe es angeschlossen, in BIOS reingeschaut, ob die Hardware stimmt, und sie hat gestimmt. Dann haben wir nochmal zusammen den Speicher analysiert, um zu gucken, wie groß die sind. Und die waren, glaube ich, 240 GB und eine 2 TB Festplatte. Dann meinte er noch, dass er noch einen zweiten Rechner hat, was allerdings kaputt ist. Aber genau der gleiche wie der Rechner, den ich kaufen wollte. Und ich dachte erstmal, das hört sich irgendwie komisch an, als ob der den genau gleichen Rechner mit der Wasserkühlung, mit dem Mainboard, mit dem RAM hat. Aber dann brachte er das Ding und was soll ich sagen, ich habe ihn auch gekauft. Er meinte, dass der PC eines Tages einfach nicht mehr vernünftig gestartet hat. Er hat mir aber garantiert, dass die Grafikkarte in Ordnung sei, weil der die Grafikkarte mal ausgetauscht hat und dann hatte der das gleiche Problem. Aber wenn der PC sowieso hochfährt und bootet, dann ist an der Grafikkarte meist nichts und an der CPU und an dem Mainboard auch nicht, so wie der RAM. Also die wichtigsten Teile sind da schon mal raus. Also habe ich ihm 250 Euro angeboten und er hat eigentlich direkt akzeptiert. Aktuell haben wir jetzt zwei gute PCs für ca. 715 Euro gekauft. Eins davon ist allerdings noch defekt und das schauen wir uns mal jetzt an. Genau, das hier ist der defekte Rechner. Das erkennt man auch gut hier an der Beule. So, und das ist PC Nummer 2, wie gesagt, mit der gleichen Hardware. Alles ist das gleiche. Ich habe den Rechner mal angeschlossen und getestet und der fährt eigentlich ganz normal hoch. Der bootet ganz normal, nur die SSD macht ein paar Probleme wegen dem Windows, was drauf ist. Wahrscheinlich fehlerhaft. Ich werde Windows jetzt neu drauf aufspielen und wir hören uns gleich nochmal. Der PC hat ganz normal gebootet, aber ist immer wieder in Windows hängen geblieben. Also wollte ich Windows 10 neu aufspielen, was einfach nicht funktioniert hat, weil ich es einfach nicht geschafft habe, von USB-Stick zu booten, wenn die SSD angeschlossen war. Sobald ich die SSD angeschlossen habe, konnte ich die Bootreihenfolge nicht mehr ändern. Es hat sich irgendwie komisch verhalten. Obwohl ich manuell ausgewählt habe, dass ich von dem USB-Stick booten will, hat er mir trotzdem von der SSD gebootet, was fehlerhaft ein Windows drauf hatte. Also habe ich die SSD einmal kurz mit einer anderen SSD, die ich noch über hatte, ausgetauscht. Dafür berechne ich auch 15 Euro. Und sieh an, der Rechner hat direkt wieder funktioniert. Und das nur für 15 Euro. Jetzt haben wir zwei gute PCs mit einem i7-8700K. Für ca. 730 Euro gekauft. Kommen wir zu dem eigentlichen Thema in diesem spontanen Video. Und zwar werden wir zwei High-End-Gaming-PCs so günstig wie möglich zusammenbauen. Ich werde euch auch zeigen, wie ich günstig an Hardware gekommen bin. Als Basis für unsere zwei High-End-Gaming-PCs nehmen wir erstmal den i7-8700K Prozessor, das Z390 Mainboard und die 32 GB RAM. Dann müssen wir noch an eine gute Grafikkarte rankommen. Die 1080 ist zwar gut, aber es geht noch viel besser. Und ich wäre nicht Tanahassel, wenn ich nicht zwei RTX 3070er Karten aus meinen Ärmeln zaubern könnte. Spaß beiseite, die habe ich nämlich von einem Kollegen günstig abgekauft, der aufgehört hat zu meinen. Er hatte die Karten auch nicht lange. Ich habe, glaube ich, 350 Euro pro Karte bezahlt. Ich habe es eigentlich nur gekauft, um später vielleicht wieder meinen zu können, aber der Traum ist erstmal geplatzt. Vielleicht nach dem nächsten Bullrun, wer weiß. Damit sind wir jetzt mit den Grafikkarten zusammen bei einem Investment von 1430 Euro. Jetzt haben wir zwar die Leistung, aber das Aussehen fehlt noch. Ich habe an so ein cleanes NZXT-Gehäuse gedacht, schwarz oder weiß, mit dezenten RGBs. Also habe ich nach NZXT-Gehäusen in meiner Nähe gesucht und bin fündig geworden. Ich habe ein NZXT S340 Elite-Gehäuse gefunden in weiß und ein NZXT H510-Gehäuse in schwarz. Beides hat 60 Euro gekostet. Also pro Gehäuse. Mit den Spritkosten zusammen wären das dann 130 Euro. Dann wollte ich noch nach einer anderen Wasserkühlung schauen, weil die Wasserkühlungen waren ziemlich ranzig und von CSL. Ich glaube nicht, dass das so eine
krasse Marke ist und sie haben schon Geräusche gemacht. Also sie hatten Luft in der Leitung, von daher hat so ein paar Geräusche gemacht und das ist nicht so schön. Deswegen habe ich nochmal nach 2 Wasserkühlungen geschaut und bin da auch fündig geworden. Als erstes habe ich nach RGB-Wasserkühlungen geguckt von Corsair oder anderen Marken, aber die sind einfach viel zu teuer und das lohnt sich einfach nicht. Ich bin dann auf eine Anzeige gestoßen, die 2 Corsair H60 Wasserkühlungen für 50 Euro VB inseriert hatte. Ich wollte eigentlich nur nachfragen, ob er 50 Euro für beide Wasserkühlungen haben wollte. Und er hat dann einfach geschrieben, ja, ist okay, kannst abholen. Also hat er mich anscheinend falsch verstanden, aber ist zum Vorteil für mich gewesen. Auf jeden Fall habe ich dann diese 2 Wasserkühlungen für 50 Euro abgeholt. Dann habe ich noch gesehen, dass er eine weitere Anzeige online hatte von 2x3 RGB-Fans von NZXT, aber für 125 Euro. Und das war mir dann einfach zu viel, um ihn darauf anzusprechen. Ich habe ihn aber dann, wo ich die Wasserkühlung abgeholt habe, ihn gefragt, was er dafür haben wollen würde. Er meinte dann 90 Euro, dann habe ich auch da nochmal abgelehnt. Er wollte das Ding dann doch loswerden und wir haben uns dann auf 65 Euro für die RGB-Fans, die habe ich auch jetzt mitgenommen. Das sind 2x3 Stück von NZXT. Ich glaube, eine Packung alleine kostet 80 Euro oder so, also komplett überteuert. Also 2x3 RGB-Fans mit Controller für 65 Euro und die Wasserkühlung für 50 Euro, das macht dann 115 Euro. Die Gehäuse 130 Euro inklusive Sprit. Die Fans 65 Euro, die Wasserkühlung 50 Euro und das war's eigentlich. Das macht dann insgesamt 245 Euro und bringt unser Gesamtinvestment auf 1675 Euro. Aber Moment mal, wir haben ja noch viel Hardware über, die wir verkaufen können. Zum Beispiel die GTX 1080 Grafikkarten. Die kann man entweder easy weiterverkaufen oder in einem anderen PC dann weiter nutzen. Die GTX 1080 Grafikkarten kosten im Schnitt 180 Euro, würde ich sagen. Davon haben wir 2, das wären dann 360 Euro. Das habe ich noch von meinem Mining Rig über gehabt. Ich werde auch 50 Euro von dem Investment abziehen. Ich brauche dieses Netzteil einfach nicht mehr und es verschönert einfach den Rechner komplett und wertet es auf. Deswegen werde ich es jetzt hier rein einbauen, beziehungsweise in das neue Gehäuse. Das war jetzt Gaming-PC Nummer 1. Der fährt auch ganz normal hoch. Ich habe alles nochmal getestet. Wir werden, wie gesagt, das Mainboard, die CPU, den RAM rausnehmen. Die Speicher werden wir noch mitnehmen und das Straight Power 11 Netzteil. Das eine Netzteil habe ich, wie gesagt, ausgetauscht. Da rechnen wir nochmal 50 Euro drauf auf unser Investment. Die Gehäuse sind 10 Euro wert und die Wasserkühlungen, die alten CSL-Wasserkühlungen, rechne ich mal als 15 Euro pro Stück ab. Das wären dann 30 Euro. Dann wären wir insgesamt bei einem Betrag von 360 Euro, die wir von unserem Gesamtinvestment abziehen können, weil wir haben ja noch die Hardware. Wir können sie entweder weiterverkaufen oder weiter nutzen, je nachdem wie wir wollen. Auf jeden Fall werden wir das dann von den 1675 Euro abziehen. Dann haben wir am Ende ein Investment von 1315 Euro für beide PCs. Pro PC haben wir dann insgesamt circa 660 Euro bezahlt, was ziemlich günstig ist für die Hardware, die wir zusammengestellt haben. Dann bauen wir nochmal die Teile aus und bauen es endlich mal in unseren Case rein. Und dann sehen wir uns nach dem Zusammenbau nochmal, wenn wir die Produktfotos schießen, die Anzeigen hochladen und dann der Verkauf noch stattfindet. Und am Ende berechnen wir nochmal unseren Profit, also wie viel wir dadurch verdient haben für beide PCs.
God damn it. Egal, schalten wir das Teil mal einmal an. So, Freunde, wie ihr sehen könnt, ist der Rechner jetzt zusammengebaut und alle Teile sind angeschlossen. So sieht er aus. Hier haben wir einen Fan da oben und da unten eins. Hier haben wir die Supreme, die fast das ganze Case eingenommen hat, aber wir haben noch genug Platz für den Fan hier. Die Wasserkühlung habe ich hier oben rechts angebracht. Ich hoffe, das erkennt man. Und hier ist die Wasserkühlung. Genau, und im Großen und Ganzen sieht das dann so aus. Ich habe nochmal mit den RGB-Farben ein bisschen rumgespielt. Und dazu gibt es auch ein Programm hier, wo ihr einfach ganz leicht eure Fans kontrollieren könnt. Hier haben wir die drei Fans. Wir haben qualitative Hardware, wir haben ein schönes optisches Aussehen. Viele der Teile sind noch neu oder fast gar nicht benutzt worden. Also ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. Den zweiten Rechner habe ich auch schon bereits zusammengebaut. Es hat sich aber nicht gelohnt, die ganze Sache nochmal aufzunehmen, weil ich habe die Aufnahme ja schon für den weißen Gaming-PC. Es sind schon mehr als 4 Tage vergangen, seitdem ich den weißen Gaming-PC zusammengebaut habe und auf eBay Kleinanzeigen reingestellt habe. Ich habe ihn für 1.199 € VB reingestellt und mein Ziel war es, den Rechner für 1.100 € zu verkaufen. Nach ein paar Anfragen kamen auch schon die richtigen Interessenten. Ein Interessent hat mir dann 1.100 € bei Abholung geboten und wollte auch schon am nächsten Tag direkt vorbeikommen, was ich auch natürlich akzeptiert habe. Der Kunde kam dann vorbei, hatte noch einen Kollegen dabei, der sich ein bisschen besser auskannte, aber sie hatten nichts zu meckern und haben den Rechner eigentlich auch direkt mitgenommen. Der erste Rechner wurde also für 1.100 € verkauft. Und den zweiten Rechner musste ich noch nicht mal inserieren. Ich habe einen Kollegen, der einen Gaming-PC haben wollte. Den habe ich den Rechner gezeigt und der hat ihn eigentlich direkt genommen. Ebenfalls für 1.100 €. Das bringt uns Einnahmen von 2.200 €. Unser Investment für die beiden PCs betrug 1.315 €. Und wenn wir das dann von unseren Einnahmen abziehen, dann haben wir 885 € Gewinn. Was sehr gut ist für den Aufwand. Ihr könnt auch günstigere PCs flippen, das ist kein Problem. Eure Gewinnspanne ist zwar ein bisschen niedriger, aber dafür ist das Investment auch kleiner. Das war's auch mit dem Video. Falls ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Ich würde mich echt freuen, wenn wir die 1.500 Abos knacken könnten. Ich plane auch wieder nach Izmir zu fliegen und euch da mitzunehmen. Also, stay tuned und peace.